Servus Freunde, da sind wir wieder bei Megamari. Ich bin Onkel Wolf und hier seht ihr noch das Passwort, als wir Remilia Scarlet besiegt haben. Jetzt sehen wir mal nach, was uns erwartet. Achso, und bevor ich anfange, ich frage mich, was hier passieren würde, wenn man, wenn ich zum Beispiel mit Marissa Remilia Scarlet besiegt hätte, welche Waffe dann Marissa bekommen hätte. Und ob da dann ein anderes Passwort gewesen wäre. Also werde ich dieses Spiel vielleicht noch irgendwann einmal noch einmal als Let's Play aufnehmen. Allerdings werde ich dann sozusagen die Waffen vertauschen, dass halt Marissa Remu besiegt und Alice Yomu und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und du bist Patchouli Knowledge. Mistress of the Library. Ach so, ja, das ist auch eine Bewohnerin, sage ich mal, der Scarlet Devil Mansion. Denn Remilia Scarlet lebt mit Sakuya Itzayoi, dem Hausmädchen, dann keine Ahnung wie viel Bediensteten, Patchouli Knowledge und Remilia Scarlet selber natürlich und ihre jüngere Schwester, Flandre Scarlet oder Flaneri Scarlet, ich weiß jetzt nicht genau wie sie heißt. Und natürlich die Torwächterin oder wie ich sie nennen soll, Hongmei. Das sind die Bewohner des Scarlet Devil Mansion. Aber ich will jetzt mal testen, ob ich wieder in eine alte Stage rein kann. Ja, kann ich. Die Frage ist nur, kann ich aus dieser Stage jetzt auch wieder raus? Ja. Ich weiß nicht, was ist das? Ein Püppchen, wie nett. Ja. Okay, was haben wir noch? Das hier. Wow. Schick. Erinnert mich irgendwie an die Shadow Blade. Wie stark ist das Teil? Oh, mächtig. Oh, das ist nett. Los, Püppchen, knall sie ab. Hahaha, ich muss gar nichts machen, ich kann jetzt richtig faul sein. Wie stark ist das Püppchen überhaupt? Ja, geht so. Das Beste ist, ich kann mit meinem Laser auch mithelfen. Aber ich will jetzt eigentlich nicht in dieser Stage, ich habe sowieso null Versuche, also laufe ich jetzt mal einfach durch. Mit dieser Waffe hier, lalala. Toll, habe ich Energie bekommen, das wollte ich nicht. Oh, das... Das ist natürlich geil. Ich kann das Teil steuern. Ja gut, aber das war nur so ein Test. Ja, Game Over, das macht mir jetzt nichts. Vor allem wird hier Game Over zusammengeschrieben, also. Ja, Stage Select. Jetzt gehen wir zu Patchouli Knowledge. Ja, war ja klar, für einen Mega Man Klon muss ja auch ein Dr. Wily Klon her. Oh, und sie hat den Move des Augenbrauen hoch- und runterhebens von Dr. Wily geklaut. Sie ist wie Mega Man. Also seine Fähigkeit aufzusaugen. Die anderen Techniken. Okay, das sind 1, 2, 3, 4 Stages. Wahrscheinlich noch eine fünfte. Oh, das sind schrille Farben. Na gut, jetzt ist es normal. Was ist denn das? Sieht das aus wie ein Krieg? Oder sind das Blumen oder Schmetterlinge? Ich sehe es gerade nicht genau. Was soll's? Gucken wir erstmal. Ja. Das war die falsche Waffe. Da schmeckt mein Todesstern. Schade, dass ich davon nicht mehrere knallen kann. Alter, was ist hier los? Aber das Teil verbraucht ziemlich viel Energie. Aber es ist auch dementsprechend stark. Wow. Alter. Ihr Feen geht mir so auf den Zeiger. Aber nein, ich werde nicht mit diesem Teil weiter rumballern. So, Feenarmee, haut ab, haut alle ab. Ja, da ist voll das K... Hau ab, Puschel! Ey. Oh. Ja, dafür, dass wir fast tot sind, aber gut, Energietank, danke, wenigstens. Wenigstens etwas. Ey. Ja, schnell rüber. Alter, was ist hier los? Ich brauche irgendeine starke Waffe. Ja, der Komet tötet euch alle.
Schnell, hol das dir! Ja, was machen wir jetzt? Maschinengewehr, Marissa! Lass mich in Ruhe! Mann, war das schlimm, arg. Ja, lauter Feinde. Oh, nicht du schon wieder. Wie stark ist das Teil gegen euch? Oh, da prallt es natürlich ab. Nein, ich bin wieder rausgegangen. Ich Vollhorst. Toll. Ach, weißt du was? Moment, das Püppchen. Ahahaha. Hast du jetzt davon? Du kannst dich nicht schützen gegen meine Mörderpuppe. Alter, genial. Na. Ah. Wehe. Gut, trifft mich nicht. Los, verpisst euch alle. Haha. Ja, das verbraucht zwar die Puppe leider, aber besser als gar nichts. Dieses Püppchen ist echt der Hammer. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Da! Ah. Ja. Okay, schnell rein, Püppchen aufladen und wieder abhauen, denn dieser Kerl hat mich schon öfter genatzt. Mann, ich sehe gerade, wie am Arsch die beiden sind. Was? Das ist nicht euer Ernst, oder? Na gut, testen wir. Ja, es war tatsächlich euer Ernst. Ja, so etwas gibt es natürlich auch in Mega Man 2. Da merkt man schon, von was dieses Spiel hier nachgemacht wurde. Glaube ich zumindest einmal. Och, nicht schon wieder. Puschel Gangbang, also nicht Puschel diesmal, sondern Feenarmee. Ach, was blödlich, einfach so lange rum. Hier, Messer of Doom. Von Anfang an. Weißt du was? So. Jetzt könnt ihr euer blaues Wunder erleben. Hahaha. Na, jetzt seid ihr nicht mehr so großmäulig, oder? Oh, doch, gegen den. Moment, das Teil. Hahaha. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Verschwinde. Gut, wieder Messer of Doom. Ich sollte vielleicht nicht so verschwenderisch sein, wollte ich gerade sagen. Oh, die Explosionen, die bringen ja auch was. Alter. Habe ich von denen auch mehr. Ja, da geht es ganz schön rund drunter durch. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht sollte ich die Waffen nicht ganz so verschwenden. Immerhin, wenn das wirklich so Mega Man-like ist, dann ja, dann ja, würde es ja auch die Waffenenergie nicht aufgefüllt. Nicht aufgefüllt. Ja, ganz genau. Nicht aufgefüllt. Alter, du. Wie hieß du noch schnell? Prison River Sister. Lal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 a. Komm her, Attacke. Achso, du hast keine Energie mehr. Da! Habe ich irgendetwas, was die schaden kann, was raufschießt? Ja. Die Schmetterlingsarmee. Du kannst gleich weggehen, Lady. Okay, was mache ich jetzt? Das Eis vielleicht. Nein, das prallt auch so ab. Ja klar, doch die Messern. Warum vergesse ich sie jedes Mal? Allround-Waffe schlechthin. Ihr könnt gleich gehen. Haut alle ab. Ich vergesse so oft die Messer. Ich muss viel mehr Gebrauch von denen machen. Ich meine, diese Waffe ist so geil. Das glaubt ihr gar nicht, Alter. Ja, nichts fallen gelassen. Solange ich noch den Besen habe, komme ich hier auch weiter, also. So ist es mal nicht! Gut, jetzt habe ich wesentlich mehr Energie als wie gerade eben. Und ich weiß, jetzt kommt wieder so eine Feenarmee. Aber die wird gegen meine messerschmeißende Super Alice hier nicht so viel ausrichten. Ja, ganz und gar nichts, vor allem. Obwohl, da kommt der Ball, ja. Dieses Mal warte ich nämlich ab. Ja, denn gegen den Ball, da können die Messer natürlich nichts auslösen, aber das macht nichts. Denn die Messer sind auch so gut genug und meucheln einfach alles, was Alice in dem Weg steht. Wow,
Nein, ja, lass natürlich megamäßig Energie fallen. Genau das, was ich brauche. Lässt du auch was fallen? Nein, aus dem Bildschirm! Fickt euch doch! Alter! Okay, wieder hier Besen-Action. Dann Messer auffüllen. Obwohl, dieser Dash da, den hätte ich auch auffüllen sollen. Und um ehrlich zu sein, der Besen ist auch nicht gerade der fresheste. Irgendwie habe ich gewusst, dass jetzt wieder so eine Feenarmee kommt. Also in dieser Stage glauben die Feen wirklich, sie können sich hier alles erlauben. Kommt her! Jetzt natürlich nix. Okay, was kommt jetzt? Wow! War klar, Mega Man 2 braucht ja auch einen Quick Man-Klon. Null Versuche. Das ist jetzt ziemlich beschissen. Habe ich vielleicht irgendetwas, was die Zeit stoppen kann? Nein. Alter. Moment, was hat die bei den Messern da gesagt? Irgendetwas mit Time Stop. Nein, das prallt natürlich alles ab. Leben! Fuck it! Okay, das nimmt unangenehme Formen an. Tut mir leid für den Hüsterich, aber. Okay, Messer-Action wieder. Ja, das geht ja noch. Also, wenn man weiß, wie man hier am besten durchgeht, dann. Ladies, ihr könnt mich alle mal. Danke. Jetzt wieder mit Messer-Action. Da. Jetzt wieder damit hier. Moment mal, der Energietank, den, das war sau dämlich. Lalalala. Okay, ich weiß zwar, dann kommen die ganzen Puschel wieder, aber obwohl den Puschel sage ich jedes Mal, ich meine ja die Elfen, die Feen, wie auch immer. Ich wollte gerade sagen, das war viel zu früh, aber das macht nichts, solange Messer-Action hier herrscht, ist alles in Ordnung. Gut, dich da unten kann ich eigentlich in Ruhe lassen, aber toll. Okay, jetzt kommt wieder die Prism River Sister. Ja, Messer, es bleibt nichts anderes übrig. Alter, diese Waffe ist so geil. Ja, diese Waffe ist wirklich geil. Aber sie ist so nützlich, vor allem auch so stark. Na gut. Ah, ich springe auch noch voll rein. Da, schmeckt Messern. Moment mal. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass man hier meinen Husten mitten in der Aufnahme hört. Ich werde wieder. Hallo. Knall sie ab. Danke. Gut gemacht. Moment, ich habe eine Idee. Ja, genau das. Double. Du ballerst automatisch. Das ist gut zu wissen. Danke, Püppchen. Aber Alice ist schon wieder ziemlich mit ihrem. Mit ihrer Lebensenergie und mit ihren Nerven am Ende. Hau ab. Da! Gut, du lässt nichts fallen, leider. Denn Alice bräuchte wieder mal ein bisschen mehr Lebensenergie. Ha! Ha! Gut gemacht, Marissa. So, einfach so als Gaude. Jetzt muss dieser Rabe. Dieser Rabel. Was auch immer ein Rabel ist. Oh, jetzt gibt's wieder Messer-Action. Da. Ja, obwohl Alice halbtot ist, muss jetzt hier Marissa machen und muss gleich ordentlich einstecken. Toll, die wichtige Lebensenergie für Alice fällt einfach mal in den Abgrund. Lassen die auch was fallen? Dabei nicht. Oh. Ja, Messer, Messer, Messer. Gut. Messer-Action. Aber naja, das ist ja angeblich ein Klon von Mega Man 2. Aber ich habe keinen Zeitstopper hier. Das ist mehr als nur beschissen. Gut. Ja.
Was ist da links überhaupt? Gar nichts. Will ich es mir holen? Nein, ich lasse es liegen. Und vor mir fliegt eine Fliege herum, die nervt volle Kanne. Aber das macht nichts, denn ich baller mal um mich. Oh nein. Gut, die Messer auffüllen. Weiter so ballern. Und jetzt kommt's wieder. Instant Death. Laser. Okay, nach links war. Ja, schnell, schnell. Wieder nach links. Volle. Wie soll ich das schaffen? Habe ich irgendeine Waffe, die Zeit anhalten kann? Höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, wie soll ich da vorbeikommen? Irgendeine Waffe, die Zeit stoppt. Nein. Der Komet vielleicht. Glaube ich zwar nicht, aber... Nein. Rüber, rüber! Ich habe ein Problem. Ich kann die Zeit nicht stoppen, deswegen komme ich da auch nicht vorbei. Und ich glaube nicht, dass es hier wie in Mega Man ist, dass es sich nur ganz knapp ausgeht, sondern es geht generell nicht. Ich versuche es jetzt mal mit Marissa. Vielleicht das hier. Das war schon mal idiotisch. Das war ebenfalls dumm. Moment, das war nicht. Das war gut. Okay, ich muss rechts lang. Gut, gut. Ja. Jetzt, da ich die Erkenntnis habe. Nee, ich werde... Obwohl, ich kann gleich nach rechts rüberfliegen. Und gleich voll in die Armee rein. Jawohl. Und schon wieder Massaker, Gemetzel und Geschnetzel. Und trotzdem werde ich gekillt. Alter Schwede, ist hier was los. Nicht der Besen. Alter, das wollte ich nicht. Lalalal. Ist doch nicht wahr. Okay, Messer-Action. So, das habt ihr jetzt davon. So. Scheiß Fliege, hau ab! Ja, genau in mein Gesicht. Das war jetzt uncool. Aber was soll's, wir holen uns nochmal den Energietank. Ja, das war saudämlich von mir. Alter! Scheiß Fliege in mein Gesicht! Moment. Diesen Klatsch hat man jetzt wahrscheinlich gehört. Und getroffen habe ich die Fliege erst recht nicht. Alter, die nervt mich gerade. Was ihr vielleicht an meinem Spielstil merkt. Wow, das war knapp. Aber Marissa ist jetzt schon wieder halb tot. Alice muss regeln. Ja, jetzt mache ich es so. Toll. Toll, sie hat mich gearscht. Sie hat mich am Arsch geleckt. Los, Puppe. Ach, sie schießt wirklich automatisch. Ja, baller wie wild. Oh, sie hat mich immer noch am Arsch geleckt. Los, knall sie alle ab. Ich verlasse mich auf dich, Püppchen. Gut gemacht, Püppchen. Ja, wahrscheinlich seht ihr schon, dass dieses Video totale Überlänge hat. Aber ich will wenigstens die erste Wily. Oder besser gesagt, die erste Patchouli Stage schaffen. Und da ist mir egal, wie lang das Video jetzt wird. Pech gehabt. So. Und hoch. Ja, gut gemacht, Marissa. Ich muss wenigstens bis zum Mittelpunkt kommen. Dann ist alles okay. Ich habe schon einen Plan, was ich mit diesen... Da ist, glaube ich, der Mittelpunkt, oder? Das war geskillt ausgewichen. Ich habe schon einen Plan, was ich mache an dieser einen Stelle. Ich werde nämlich nach rechts fliegen. Nach rechts fliegen. Also, das will ich haben! Nein! Scheiß, Mann! Da lässt man so ein Teil mal wieder große Energie fallen und was mache ich? In den Gegner reinspringen. Nein! Aber genau über einen Abgrund, wo ich es ja nicht da erreiche. Supi! Kommt her!
Boah, ich bin dämlich. Ich hätte ja Maschinengewehr Marissa, die hätte ich auswählen sollen. Wow, ich wäre jetzt fast in die Gegner reingesprungen. Ah, diese Marissa mag ich. Also diese hier, die Ice Marissa. Na, haha, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr euch mit Marissa und Alice anlegt. So. Aber wie schon gesagt, ich sollte vielleicht nicht so verschwenderisch mit den Waffenenergien umgehen. Okay, erst Mitte, erst rechts, dann... Oder? Ach, immer rechts bleiben. Das war dämlich. Ja! Runter! Renn doch, Marissa! Wo jetzt lang? Runter! Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, scheiße! Nein, Energietank! Scheiße, runter! Oh... Okay, ich habe alles mögliche geile Zeug liegen lassen. Oh, ich sehe gerade, ich habe da unten noch einen Energietrank. Absolut geil. Ja. Ja. Haut ab, ihr Puschelgang. Los, knall. Die können sich nicht wehren. Ja, aber du kannst es. Du kannst gleich wieder gehen, Mädel. Ja. Oh, danke. Aber beide Mädels, sowohl Alice als auch Marissa, geht so langsam die Puste aus. Was verständlich ist, denn diese Stage ist lang. Zwei Wege. Gehen wir rechts, weil ich Rechtshänder bin. Ja, man kann nie wissen, ob man es nicht noch irgendwie braucht. Aber ich habe gesehen, dass da unten kein Gegner ist. Das heißt, ich kann da rauf und mir die beiden kleinen Pilze holen. So, was auch immer jetzt kommt, ich bin gut gerüstet mit den Messern. Gut, da ist ein Pilz, den will ich natürlich haben. Die Frage ist, wer bekommt den Pilz? Ich würde sagen, da Marissa mehr Energie hat, gebe ich den Pilz Marissa. Und welcher Gegner jetzt auch immer kommen mag, ich nehme die Schmetterlinge. Die gehen auch noch auf. Okay, wer kommt? Wer ist da? Wie heißt du noch schnell? Wow, es macht Schaden. Aber ich habe deinen Namen vergessen. Yukari. Aber den Nachnamen kenne ich nicht mehr. Und diese Teile gehen mir so auf den Sack. Jetzt schon. Ja, da kann ich sie treffen. Das ist gut. Und ich darf hier starten. Das ist auch sehr großzügig. Okay, was war das? Achso, das war der Stern. Okay, ich habe einen Plan. Hau ab. Ich werde... Obwohl, diese Schmetterlingsarmee hat gut Schaden gemacht. Die werde ich jetzt verwenden. Komm her. Kann ich ein zweites Mal? Nein, leider nicht. Ich muss an Höhe gewinnen. Das ist wichtig. Oh, kann ich diese Teile nicht besiegen? Alter! Alter! Daneben! Toll, es hat mich getroffen. Ah. Kann ich euch besiegen? Oh, ich stehe auf dem falschen Block, habe ich gerade gesehen. Oh. Naja, einen Versuch haben wir noch. Ich hätte mich festhalten sollen, aber ist ja auch egal. Moment, die Puppe. Ja, die Puppe, aber davon habe ich jetzt keine Energie mehr. Scheiße. Okay. Yukari. Yukari Yakumo heißt du, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Warum gehe ich eigentlich immer nach links? Ja. Wo bin ich? Da bin ich. Ja. Die Schmetterlinge. Ja, ja. Okay, alles in Ordnung. Alles noch im grünen Bereich. Gut, ich kann da vorbei. Aber sie ist untreffbar während der Zeit. Das war fast schon idiotisch. Baller, Marissa! Ich habe geschossen. Achso, ich habe keine Energie mehr. Ja, dann ist kein Wunder. Ja, was nehme ich jetzt? Ja. Alter, ist dieser Kampf krank! Alter! Ey! Ey! Gut, das macht aber keinen Schaden. Gut, das macht einigermaßen Schaden. Verpisst euch! Das war voll idiotisch.
Aber was soll's das schon mal, soll schon mal ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein auf das, was uns noch erwartet. Ich bin Onkel Wulf und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Megamari oder irgendein anderes meiner Projekte. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch.